Was geht ab? Herzlich willkommen zu Let's Talk About Temptation. Baby, heute riesengroßes Special mit Vivi, mit Mo. Und ich würde sagen, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, schreibt in die Kommentare, was ihr denkt. Wir starten mit Vivi und Mo. Let's go. So, ihr beiden. Schön, dass ihr hier seid. Ja, danke auf für jeden die Fall. Einladung. Wie ist die Lage? Wart ihr gestern feiern? Ja. Yes. Ihr wart auch feiern? Separat aber. Also alle waren feiern, jetzt habe ich bei alle gefragt, außer Phil und Laura. Mhm. Habt ihr Beef mit denen? Kein Kommentar. So? Ja, was heißt Beef? Wir hatten eine Meinungsverschiedenheit da drin. Also jetzt ich zum Beispiel mit Phil. Ne? Das, warum? Das ist halt so dieses unnötige Kommentar von ihm. Erstmal hat es angefangen mit meinem Job, Schulbegleiter. So, er sieht das gar nicht ein, dass der Staat oder irgendwie Geld zahlt für Kinder, die Hilfe brauchen. Wo ich mir denke, so, was juckt dich das? So hat es angefangen und dann irgendwann irgendwie beleidigt, hat er mich beleidigt. Ich habe ihm gesagt, ja, pass mal auf, ich bin gut erzogen. Da, wo ich herkomme, gibt es halt Probleme, so, wenn du das nochmal sagst, aber du bist älter, das hat er gesagt. Weg. Ja, halt deine Schnauze oder halt die Fresse so mitten in der Runde. Macht man einfach nicht so, ne? Und dann nochmal halt natürlich ja, ein bisschen auf seinen TikTok-Kanäle da ein bisschen was gesagt und so. Also es ist alles too much, too viel. Was hat er gesagt denn? Ja, die ganze Zeit, sowas macht man nicht, ich sehe das nicht ein. Wie können die überhaupt das Ganze schaffen? Das ist fake, das ist zu viel. Ich bin nicht auf den Kopf gefallen. Wir haben das alles gesehen in der Villa, was er da gemacht hat und etc. So. Obwohl wir eigentlich schon gesprochen haben, wir halten zusammen. So. Was habt ihr gemacht in der Villa? Ja, mich auf meine Verhalten sozusagen. Ach so. Hat er reagiert die ganze Zeit. Ja, okay, so. Also, er reagiert quasi auf dein Verhalten, genau, in der Villa und sagt, ey, ist scheiße. Genau. Okay, passt dir natürlich nicht und deswegen habt ihr da gerade irgendwie... Also wir haben ja jetzt keinen direkten Beef, ne? Das war ja so eine Umfrage, kam es irgendwann, die Umfrage so, ey, wenn ihr Beef habt, dann geht mal zu Safe Fame Fighting. Ich habe gesagt, von meiner Seite, pff, locker, so. Und dann kam... Also guck mal, wenn ihr beide in den Ring steigen wollen würdet, würdest du machen? Du hast ja eben auch... Ich hab ja vorgeschlagen. Du hast vorgeschlagen. 100%. Phil hat gesagt, ey... Direkt, wenn Laura ja sagt, wenn Laura erlaubt. Dann mache ich Challah. Ich rufe Eugen an. Ich rufe den an. Komm, ich rufe Eugen an. Ich rufe Eugen an. Ich stimme direkt zu. Ich bin dabei. Warte. Ich bin der Uwe, ich bin dabei. Rufen wir Eugen mal kurz an. Mal tausend andere Nummern. Die hier ist es. Okay, wenn es immer knallhart. Ja. Aber gut. Hoffentlich geht er ran. Ja, hallo? Eugen! Jo, was geht? Ich hab zwei Kandidaten für dich, für Boxkampf. Wen? Guckst du gerade Temptation Island? So, lala. Du kriegst mit, aber da ist doch der Mo und der Phil. Zwei Vergebene von Temptation, ja. Also zwei von... Der Mo, der die ganze Scheiße da gebaut hat. Lapdance und so kriegt er. Nee, der fremdgegangen ist. Ah, okay. Ja. 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 Also ist schon fett. Meld dich bei denen, schreib die an. Mit Phil Ronaldo. Und die haben jetzt inwiefern Beef? Die haben Beef. Der eine macht den anderen öffentlich irgendwie in Kommentaren nieder und macht da irgendwelche Videos über das Verhalten von dem anderen. Und ja. Ja. Schick mir mal die Links von denen. Ja. Also die schreiben dich an. Ihr schreibt dem, okay? Mhm. Also, ach, die sind bei dir. Die sitzen, ja, ich bin hier gerade im Let's Talk About Temptation Baby Special. Ach so. Ja, krass. Ja, guten Morgen erstmal. Ja, guten Morgen. Du bist live auf Sendung. Ja, krass. Ja, gut, sollen die sich bei mir melden? Ja, machen wir so. Alles klar. Hau rein, Dicken. Ciao. Ja, Eugen, ehemals auch Verführer Temptation Island. Mhm. Ja, und ja, jetzt offiziell, Digga, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Wer jetzt kneift, ich freue mich. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Ihr habt ja auch für viel Gesprächsstoff gesorgt bei Temptation Island. Was ist direkt nach dem letzten Lagerfeuer passiert? Was habt ihr bequatscht? Wo seid ihr hingegangen? Wie erzählen? Ja, also ich meine, wir sind ja mehr oder weniger als Paar rausgegangen. Aber klar hatten wir halt noch viel zu besprechen. So, ne? Und ja, danach sind wir einfach, keine Ahnung, ich glaube, wir hatten noch 2 Stunden zum Schlafen, haben halt nicht geschlafen, haben eigentlich nur noch geredet, bis unser Flug dann kam, ja, zurück.
Ja, und das Ganze so richtig, sag ich jetzt mal so, drüber sprechen konnte man aber eigentlich erst, wo man dann wirklich zu Hause war, die Zeit auch gefunden hat, zur Ruhe gekommen ist. Ja. Ja, okay. Und dann ja, hat man sich einfach viel ausgetauscht. Also habt auch direkt wieder gemeinsam im selben Bett gepennt und alles war nee, normal? Nee, also wir wohnen ja zusammen. Ja. Ich habe ihn jetzt auch nicht rausgeschmissen oder so. Danke. Wir waren halt ne, zusammen in der Wohnung, aber klar, wir haben schon, also ich habe mich erst natürlich versucht, sich mir anzunähern. Ich war noch ein aber bisschen... Aber ich habe es natürlich verstanden. Also ich habe ihr gesagt, hier, ich verstehe das so 100%, ja. Du brauchst ja deine Zeit. So. Ich war halt ein bisschen distanzierter, weil ich halt einfach ne, noch drüber nachdenken musste und es auch für mich irgendwie nochmal so verarbeiten musste. Aber dann irgendwann, ich meine, wenn man zusammen wohnt, dann, ich weiß nicht, kommt es halt einfach dazu, dass man dann halt auch wieder enger zusammenschweißt. So, ne? Hm. Du ja. Sagst gerade wieder, ihr seid mehr oder weniger als Paar da rausgegangen. Ja, ja. Was meinst du jetzt genau? Nee, ich wollte sagen, wir haben uns ja nicht offiziell getrennt, ja. Aber wir sind jetzt auch nicht, ich sag jetzt mal wie Marie und Tamu vielleicht, als glückliches Paar rausgegangen, sondern ja, halt eher so... Also ging, ne? Also so unglücklich war das jetzt nicht, oder? Ja, weiß ich nicht. Also es war schon hart, ne? Aber Fakt ist... Also ich hätte mir das anders gewünscht, so sage ich mal. Aber Fakt ist, ging ja nicht so. Wie hättest du dir anders gewünscht? Also besser für dich hätte es ja gar nicht laufen können. Ja, ja, aber Fakt ist, wo ich da reingegangen bin. Ich wusste 100%, was ich da machen will, ne? Beziehungsweise wie ich drauf bin. Ja. Und, aber dieses Thema, dass da jemand war, den ich kannte, das hat mich einfach direkt ja, abgestempelt. Und dann war ich mir gesagt, du bist am Arsch. Kommen wir gleich zu. Erstmal noch, gerade läuft ja noch die Staffel. Ne? Ja. Kommen da irgendwelche Gefühle noch bei euch hoch? Wie ist es, wenn ihr euch da so seht, wenn ihr das Ganze schaut? Yeah. Was denn? Erzähl ruhig. Was macht ihr ab, wenn da die neue Folge auf RTL Plus online kommt? Ja, ich bin ja generell so ein bisschen eifersüchtig eigentlich. Ne? Und ja, wenn ich das dann so sehe... Dann ist schon nicht ohne, ne? Also ich hätte, also es gibt eifersüchtige Personen, es werden schon Leute mehr nee, ausgerastet. Weil, weißt du, was der Unterschied ist? Ja. Mir fehlt der, wie soll ich das sagen? Mir fehlt der Partner gegenüber. Also mir ist das schwer gefallen, einfach nur einen Bildschirm zu sehen und dann so für mich selber, sage ich mal, auszurasten, sondern ich brauche dann jemanden, der dann vor mir steht und mich dann provoziert. So, mit den Aussagen. Und dann ist vorbei. Aber ja, auf jeden Fall ist es halt nicht einfach zu sehen. Ja, weil, keine Ahnung, in manchen Szenen denke ich mir halt einfach so, ist unnötig, habe ich nicht verstanden. Mhm. So, warum ist es jetzt so? Aber gleichzeitig erklärt er mir halt auch vieles so und deckt halt auch vieles auf und dann ja, ist dann halt auch okay. Irgendwann. Okay, und wie ging das dann genauer weiter nach Temptation Island? Ne? Also ich meine, da war ja, das ist ja eigentlich so, für viele wäre das der Megabruch gewesen. So, ja. Ne? Bei euch hat es jetzt weiterhin funktioniert. Wie habt ihr das, wie ging es weiter? Wie es, war? Es hat halt lange gedauert, ne? Also bis zu 2 Monate ging es ja. Also erstmal Schritt für Schritt natürlich. Ne? Wir sind immer so... Ja, Schritt für Schritt und dann irgendwann war es dann aber so... Dass dadurch, dass ich es halt verziehen habe und gesagt habe, okay, ich will mit diesem Mann weiterleben, habe ich mir dann auch selber gesagt, okay, es bringt jetzt auch nichts, immer wieder auf der Vergangenheit rumzuhacken. Also, weil ich habe es halt verziehen und dann, finde ich, sollte man es halt auch dabei belassen. Und ich bin halt jetzt auch nicht so, ich will da jetzt auch nicht die ganze Zeit sagen, ja, aber du weißt doch, was du da gemacht hast und ne, bist voll das Arschloch und bla bla bla. Das bringt halt nichts. So, und deswegen haben wir gesagt, schauen wir halt jetzt nach vorne. Gucken halt, was passiert. Und ja, bis jetzt läuft's gut. Läuft? Läuft. Ja, da kam ich direkt zur nächsten Frage. Wie konntest du denn diesen oder diese Seitensprünge sozusagen verzeihen? Also, das Ding ist, das war ja in einer Zeit, wo Mo und ich ja wie so eine, ich sag jetzt mal, indirekte Beziehungspause hatten. Also, wir hatten halt eine Zeit lang, das ging so über 4, 5 Monate, wo wir so eine Krise hatten. Wo er ja auch immer, hat er ja schon erzählt, immer unterwegs also, war, feiern war. Kurz, also indirekte Beziehungspause und Krise, definiert mir das? Wir haben zusammen gelebt, wir waren auch noch offiziell zusammen. Aber jeder hat sein Ding gemacht. Aber ja. Wir haben uns so verhalten wie in einer Beziehungspause. Also er hat sich halt, ne, er hat sein eigenes Ding gemacht, ich habe dementsprechend dann auch irgendwann mein eigenes Ding gemacht. Hast du auch gedatet anderweitig? Nein, nein, also das war auch nicht...
Thema, aber wir waren zum Beispiel immer so, wir sind immer zusammen feiern gewesen, immer. Dann ist das so Stück für Stück so gewesen, okay, er ist alleine mit seinen Jungs draußen, er geht alleine feiern, ja, auch vielleicht mit einem falschen Freundeskreis, ne, so. Und ich habe dann auch gesagt, ja komm, dann, wenn du die ganze Zeit weg bist, dann gehe ich halt auch mit meinen Mädels weg, ne, und irgendwie. So wurde es irgendwie schlimmer. Und dann war er halt auch manchmal ein paar Tage weg, also so übers Wochenende, dann und in Düsseldorf. Und ihr habt auch nicht geschrieben dann in der Zeit oder was? Also es war, also wo also es war eher so ein, das war jetzt kein offenes Beziehung-Ding, sondern eher, nein, so, ey, wir sind gerade eigentlich getrennt, Ding. Mehr oder, ja, weniger. Ja. So, das ist halt so indirekt, ne? Wir wohnen zusammen, klar, ich würde jetzt nie mal sagen, wir waren getrennt, ne? Ja. Aber das war so, es hat es einfach hat sich so, der so falsch Zeit, angefühlt. Ja. Das war einfach, so, das war einfach komplett falsch. So. Was wir gemacht haben, wissen wir ja selber nicht so. Viele sagen, okay, warum bist du jetzt irgendwie nicht ausgezogen oder keine Ahnung was. Das weiß nicht. Das war jetzt, ja, man hat, glaube ich, einfach immer so gehofft oder also gedacht, so, ja gut, irgendwann wird es vielleicht wieder normal. Ja. Man findet wieder zueinander, ne? Was ja dann auch irgendwann so war. Ja. Das ist nämlich eigentlich auch wichtig, dass ihr das mir hier genau definiert, weil wenn wir jetzt Temptation Island schauen, ne, dann haben wir jetzt alle den Eindruck, ihr wart ein Paar. Natürlich. Du, ja, hast das Ding, das richtig ist... verborgt, hast einen versenkt, so, während du mit ihr zusammen warst. Und deswegen macht das ja auch jetzt alles so ein bisschen mehr Sinn, dass man denkt so, ey, Vivi, du bist ja nicht komplett weggescheppert vom, ja, Fenster irgendwie so, ne, dass du nicht irgendwie da, also wie blauäugig bist du so, ne, das denkt ja gerade jeder so. Bravo, das habe ich den Leuten immer gesagt, so, ich habe ihnen gesagt, die haben mich sozusagen über meine Vergangenheit beurteilt, aber die wissen ja gar nicht, was zwischen uns, okay, war. Okay, das, so, heißt, es wurde heißer gekocht, als gegessen wurde. Bravo. Okay, genau, es ist in Ordnung. Ja, das heißt, ja, wart da in so einem On-Off-Ding, habt aber trotzdem zusammen gewohnt. Deswegen hat es dich jetzt wahrscheinlich, hast du damit gerechnet, dass er dann auch in dieser Zeit auch was mit einer anderen Perle macht? Also ich, ja, irgendwo schon. Aber nicht mit ihr jetzt. Also sie dachte so, nein, irgendwie nein, so generell, in einem Club oder so. Ja. Ich dachte halt generell. Aber jetzt keine Ex-Affäre oder so. Ja, ich dachte halt generell so, dadurch, dass er ja auch mit, ne, vielleicht Freunden draußen waren, die jetzt nicht so ein guter Umgang war für ihn. Und er halt wirklich auch viel getrunken hat und so weiter. Und ich kenne ihn ja auch. Ich weiß ja auch, er ist ein sehr offener Mensch. Und ich wusste schon, okay, ich habe jetzt vielleicht nicht damit gerechnet, dass er mit einer anderen schläft, aber dass da vielleicht schon irgendwo dieses, ne, Flirten, hier quatschen, da quatschen und dann. Ja. Ja, ich meine, weil wir hatten ja jetzt, also ich habe das ja gesehen, das letzte Lagerfeuer und so, und für mich war das jetzt auch nicht so, dass für dich gerade eine Welt zusammenbricht, als du das erfahren hast, ne? Wenn ich jetzt mal so, ich nenne es mal Christina und Alex damals vergleiche, so, da liegen Welten zwischen, ne? Zwischen der Reaktion von Vivi, jo, und Christina damals. Doch, danach kam das, auf jeden Fall, okay, das kann ich ja sagen. Danach kam diese, die war schon am Ende, ne, wo, aber wo warum sie, dann? Wo sie ihre beste Freundin, weil sie war enttäuscht, weil keiner kennt mich so. Ja. Also ich meine, aber es war ja, du hast es dir ja schon vorher irgendwie gedacht, dass er ja Scheiße baut während dieser On-Off-Phase so und jeder, ja, sein Ding macht so. Ja, ich habe es mir gedacht, aber natürlich hat er mir ja damals nicht bestätigt. Mhm. Ah, okay. Ne, er hat's ja nicht, ich habe ihn ja auch mehrmals darauf angesprochen. Ja, okay. Und natürlich ist es dann trotzdem hart zu erfahren, so, okay, ja gut, der hat mich halt angelogen. Okay. Ne, und ja, ja, da weiß ich natürlich nicht, ne? Das ist halt so ein On-Off-Ding. Und wenn, ne, dann ist das ja nicht so wie, weil ich habe jetzt die ganze Zeit in meinem, natürlich, Kopf gedacht, natürlich, so, ja, wie jeder andere alle auch so. Alle Zuschauer sind so. Ey, du hast voll reingehauen, ja, so, ne? Ja. Wie asozial ist der, natürlich, so, ne? Ich habe auch gesagt, es wäre auch eine ganz andere Situation gewesen, wenn das Ganze jetzt passiert wäre. Ich sag jetzt mal 3-4 Wochen vor Temptation, wo wir eigentlich wieder zueinander gefunden haben, unsere Beziehung gestärkt war. Da wäre das dann rausgekommen, da weiß ich nicht, hätte ich wahrscheinlich schon eher gesagt, okay, das hat keinen Sinn, ja, so, ne, wenn du mich in dieser Zeit betrügst. Aber dadurch, dass ich halt dann erfahren habe, es war in deswegen der anderen konntest Zeit. Konntest du es auch verzeihen? Ja, also es fiel mir auf jeden Fall leichter. Was ist denn, also, okay. Wie ist denn das bei euch heutzutage aktuell? Ne? Ich meine, ihr seid ja immer noch in der Beziehung, ihr seid verlobt. Ja. Ne? Ihr seid ja verlobt. Zeig mal Ring. Hier. Muss ich ihn zeigen? Stark, deiner? Nee, das ist, ich habe hier mein Datum. Achso, ist das tätowiert? Ja, ja, unser Datum. Ah, okay, seit wann ist das tätowiert? 2 Jahre. Ja. Ah, okay, krass. Okay. Und, okay, krass. Wie sieht's denn da aus aktuell? Geht ihr getrennt feiern oder lässt du ihn getrennt feiern? Wir gehen jetzt, also. Doch, also. Würdest du ihn allein feiern gehen lassen? Ja, doch. Also ich finde, wie gesagt, ne, Fremdgehen hin oder her, aber man muss ja auch irgendwie dann schauen, dass man das Vertrauen wieder aufbaut, ja, und dass man dann dem Partner hin trotzdem weiterhin vertraut, weil was bringt es mir jetzt, wenn ich jetzt sage, nee, ich sperre ihn hier zu Hause ein, er darf nur mit mir rausgehen,
Und am Ende sage ich dann nach, keine Ahnung, 30 Jahren, ach ja, der Mo, der hat mich nicht betrogen. Ja, warum? Weil ich ihn zu Hause eingesperrt habe. Also so, er soll sich ja trotzdem frei fühlen so und machen, was er will. Und dann sich im besten Fall halt ne, loyal benehmen und dann ist auch alles gut. Mhm. So. Wie haben deine Freunde, Eltern, Familie, wie haben die darauf reagiert, auf Temptation Island? Ich meine, der große Knall kommt ja noch für euch, ne? Ja. Also hart war es, definitiv, weil die wussten auch von dieser Krise nicht so richtig. Ne? Okay. Ja doch, dann, die haben das schon mitbekommen. Ja, aber jetzt nicht so krass. Und wo ich das erzählt so habe, okay, dass da im Fernsehen rausgekommen bin, dass ich eure Tochter betrogen habe. Mhm. Weil das war für mich das wichtigste Schritt, was wir gemacht haben, wo wir wieder zurück nach Hause gegangen sind. Ich habe die Eltern gepackt zur Seite und gesagt, ich muss mit euch reden, alleine. Und da haben wir wirklich, also mit der Mama haben wir geweint, mit der Papa, das war schon nicht ohne. Und mit ihrer besten Freundin, wir sind so eine Dreierkombi, ne? Und wir haben auch alle geweint, so das, die haben das gar nicht von mir wahrgenommen, weißt du? Weil ich bin nicht der Mensch irgendwie, der so im Club rausgeht und die ganze Zeit irgendwie da irgendjemand mitschleppt. Oder außer wenn du auf Krücken bist. Ja. Außer wenn die Knie kaputt ist. Ja. Aber bei denen ist, glaube ich, das gleiche Prinzip. So, sie haben es halt verziehen irgendwo, haben sich ihre Gedanken gemacht und für die ist es jetzt halt so, solange du mein Kind oder meine Freundin jetzt gut behandelst, ist auch alles in Ordnung. Mhm. Also. Der Antrag, wie, was, wann, wo, wie kamst du zu, wo, was, erzählt mir. Fakt ist, der Ring habe ich schon vor Temptation gekauft, ne? Aber ich bin so froh, dass das jetzt so gekommen ist, wie es gekommen ist. Ne? Wäre auch geil, am letzten Lagerfeuer zu den Ring rausgepackt. Nein, es war nicht geplant wegen Temptation. Das war schon geplant. Was hast du gelatzt? Sag ich nicht. Auf jeden Fall, wir wollten ja erstmal, also das war ja gar nicht sicher, ob wir überhaupt dabei sind oder nicht. Das war ja bei uns relativ spontan. Ne? Die letzten zwei Tage. Ja. Also, okay, und, bereut ihr die Teilnahme? Jetzt im Nachhinein nicht mehr. Nein. Okay. Also von meiner Seite, klar, für sie ist halt schon hart, ne? Aber für mich, ich bin im Reinen jetzt, weißt du, meine? Und das ist... Okay, ja, ist du machst so den Eindruck hier so, ne, die ganze Zeit. Ich habe auch gedacht, so, ey, der kommt hier an, der strahlt, dem geht's gut irgendwie, der macht den Eindruck so, ey, ihm kann nichts passieren, aber ihr beide irgendwie so, ne? Wo ich dachte erst so, Digga, Wie werde ich auseinander? Nee, das dachte ich gar nicht. Nee. Ich nehme nie auseinander, weil es ist immer anders, als man denkt. Ne? Ja. Und man kann die Leute, man muss immer erst mit den Leuten gesprochen haben. Es gibt tausend verschiedene Blickwinkel. Klar. Und ich will nie einen verurteilen wegen einer Fernsehshow oder wegen irgendwas, was erzählt wird. Ne? Das, weil ich mich mit diesem Geschäft auch mittlerweile ein bisschen auskenne. Weil ich, manchmal ist es einfach anders, als man denkt. Mhm. Ne? Ja, klar. Und zurück zum Antrag. Wie war es? Wo habt ihr den gemacht? In Dubai. Wir waren... Wann waren wir in Dubai? Richtig Klischee. War klar. Wir waren im Urlaub und das war auch eigentlich, die hatte damit null gerechnet, ne? Weil das war am letzten Tag und mein Schwager kommt aus Dubai und wir haben da ein bisschen so organisiert sozusagen. Ja. Und sie hat halt absolut nichts verstanden, weil ich habe mit den ganzen Leuten auch Arabisch geredet, ne? Und ich so, sie hört nur so und sie denkt so, was passiert denn hier? Ist er hat, glaube ich, fünfmal gesagt, er muss aufs Klo gehen. Ja. Und ich war schon so, was das war am letzten Tag auf jeden Fall. Wir waren Safari-Tour, ne? Und eigentlich ins Hotel wieder. Und ich habe gesagt, ey Schatz, ich bin doch voll kaputt. Ich kann nicht mehr, ne? Wir müssen morgen voll langen Tag etc. Sie sagt so, okay, wenn du keinen Bock hast, dann gehen wir nicht raus, ne? Ich so, okay, komm, fuck auf, letzter Tag, komm, wir gehen raus. Sie hat es schön gemacht, ne? Fertig, ready. Und dann sind wir hingegangen und wollte ich viermal auf Toilette gehen, damit alles so passend ist. Und auf einmal kam die Kellnerin, die stellt ihr so eine Kerze mit Kuchen. Ah, das habe ich auch nicht verstanden. Ja, die stellt mir einen Kuchen hin, wo Marry Me draufsteht, bevor er gekommen ist. Und sie guckt so erstmal. Und ich dachte mir so, hä? Das ist doch gar keine Überraschung mehr. Aber ich habe gar nicht verstanden. Und dann kam ich von der Ecke, mit welchem Lied war das? I found the love. Ja. Das war schon süß. Und das Ding ist, ich wollte reden, ich dachte, komm, jetzt kommt eine Rede und so, ne? Und auf einmal, ich stehe vor ihr, also... Er sagt so, wir hatten eine schwere Zeit, aber jetzt ist alles gut. Und ich so, ja, komm, ist alles gut. Ich konnte nicht, ich habe so gezittert, das war schon anders. Okay, das heißt, wie seht ihr eure nahe Zukunft aktuell? Was habt ihr geplant? Wie sehen die Pläne aus? Also wir wollen auf jeden Fall noch unsere jungen Jahre, sag ich mal, genießen, reisen, feiern gehen, Spaß haben. Definitiv. Aber natürlich irgendwann, ne, vielleicht in
keine Ahnung, 3 Jahren. 3 Jahre, ja. 3 heiraten, irgendwann Kinder kriegen, aber erstmal bleibt es bei der Verlobung und ja, leben unser Leben zusammen. Natürlich habe ich auch ein paar spicy Fragen, ja, ne? Das kommt natürlich auch, damit müsst ihr auch jetzt leider rechnen. Alles gut. Weil, wie gesagt, wir haben ja alle einen ganz anderen Eindruck die ganze Zeit gehabt, ne? Beziehungsweise das mit Sandra, da kommen wir natürlich auch noch zu, ne? Ich habe halt auch, also für mich hat es den Eindruck gemacht, so, ne? Also für mich hast du gewirkt, eigentlich wie ich damals so ein bisschen, ne? So, ey, ich habe zwar eine Freundin so, aber ich habe auch Bock auf andere Mädels die ganze Zeit über, ne? Hätte dir auch immer wieder so gesagt, ey Bro, guck mal, die Vivi wird dir sowieso alles verzeihen, so, egal was du machst, kannst 100 Mal fremd, die wird eh da bleiben, aber tu ihr das doch nicht an, nimm Verantwortung an, mach Schluss mit ihr, so, verstehst du? 100%. Ne? Ja, ich weiß, was du meinst. Hätte ich dir auf jeden Fall so gesagt, deswegen lass uns mal ganz kurz auf diese, nochmal zurück zu Temptation gehen, beziehungsweise auf eure Beziehung. Glaubst du selber von dir, dass du fähig wirst, nochmal so einen kleinen Fehltritt dir zu erlauben, oder was heißt kleinen, großen? Auf gar keinen Fall, weil ich weiß, was an meiner Seite ist. Ne? Guck mal, diese Königin hier. Fakt ist, ich habe schon verkackt, ne? Und daraus habe ich halt gelernt. So. Mhm. Glaubst du im Gegenzug, dass er nochmal irgendwie da nochmal sich einen Fehltritt erlauben könnte? Also ich sag mal so, ich kann es mir irgendwo nicht vorstellen und ich hoffe es natürlich auch nicht. Weil ich glaube, wenn du einmal sowas durchgemacht hast, und ich meine, er hat ja auch darunter gelitten. Es ist ja nicht so, dass er diesen Fehltritt gemacht hat und dann war es einfach so, ja, ich habe jetzt halt eine andere gebumst und das ist alles ja, gut. Ja, aber zweimal, ne? Das war halt das Ding, wo dir keiner abkauft, Digga. Ja. Weißt du, was leidest du, Digga? Du bist einmal dran, gibst, ne? Ja, ja, und also in der Zeit nicht. Mal, in der Zeit nicht, ja. Aber in der Zeit waren ja auch unsere Beziehungen nicht so, ne? Aber so generell, auf jeden Fall. Und ich glaube halt, dass er da selber keinen Bock drauf hätte, das nochmal irgendwie so, sich selber so einen Stress zu geben. Das war ja auch halt Zeit, auch wo sie nicht mal an mein Handy gehen konnte. So andere Code, andere Dings. Und jetzt mittlerweile, so, ich kann jetzt in Ruhe schlafen, weißt du? Ja, ja, okay. So, mach, was du willst. Okay. So, ja. Das ist allein schon diese Erleichterung, ne? Okay. Das ist einfach mehr wert als andere. Ja. Was wäre denn, ich sag jetzt mal zum Beispiel, hätte, ich meine, die Mo und wie hieß sie noch? Sandra? Mhm. Ja. Waren sich ja teilweise echt so nah, ne? Ja. Ne? Und das war ja auch, sind wir ehrlich, flirty, Alter. Ne? Alles andere kaufe ich ja auch nicht mehr ab. So. Wenn du das so siehst. Ey, also ich das war diese unnötige Spiel, gebe ich zu, aber, ne, 100%. Das, aber es war halt diese aus. Spielerei, ja. Ne? Oh, die unnötig sind, ja. Die sind, wissen wir beide, unnötig, Digga, so, ne? Und das machst du eigentlich nicht, so, ne? Das war halt dieses Feuer herausfordern, ne? Vor allem, wenn man schon einmal Scheiße gebaut hat, ne? Aber was ist, wenn er sie geküsst hätte? Ja, dann wäre vorbei. Weil, ja, doch. Chalas, nimm deine Sachen. Ja, okay. Weil das ist halt, das meinte ich ja auch, das ist, wir waren ja, eigentlich dachte ich, ne, dass wir ein starkes Team bei Temptation waren. Wir sind da als Team reingegangen, als Partnerschaft, wo wir uns gegenseitig lieben und vertrauen. Und hätte er mir das vor Ort, das Vertrauen gebrochen, zu dem Zeitpunkt, dann wäre es vorbei gewesen. Mhm. Und plus natürlich noch mit der Geschichte davor, mit Nastasia. Das war ja dann, also es war ja auch schon vorher erzählt worden. Mhm. So. Also alles zusammen, das wäre dann viel zu viel gewesen. Und dann hätte ich auch gesagt, so, nee, also das geht nicht. Ihr hattet aber, ich glaube im Vorhinein habe ich erfahren, du wolltest nicht, dass hier Verführerinnen sitzen. Ne? Ich wollte ja eine größere Runde haben eigentlich. Ja. Wen wolltest du explizit nicht und warum nicht? Also, ich sage jetzt mal, mit Sandra habe ich jetzt so generell eigentlich kein Problem. Nur ich habe es halt als unnötig empfunden, weil ich mir so dachte, wir haben halt schon beim Wiedersehen miteinander gesprochen und es ist danach halt nichts weiter passiert. Also so, es gab. Also wir haben ja danach nicht geschrieben oder irgendwie. Da wurde ja auch ein bisschen diskutiert beim Wiedersehen, ne? Ich weiß nicht, ob ihr noch. Ja. Ja, weil Fakt ist, sie hat das so dargestellt, so, ich bin ihr die ganze Zeit hinterher, so wie ein Hund mäßig. So. Okay. Und ich wollte was von ihr und da ist irgendwie eine emotionale Bindung zwischen uns entstanden. Wo ich mir denke, so, Alter, ich habe dir immer gesagt, so, du bist mein Bro. Immer wieder. Wurde ihm natürlich nicht gezeigt, so. Ne? Aber. Und wo ich mir denke, ja, aber guck mal. Wenn du selber zu mir sagst, ne, ich vertraue dir, wenn du sagst, am nächsten Tag, am Morgens, ich bin immer aufgestanden und die war halt nicht da. Ne? Und hat man auch gesehen bei den Folgen. Sie war diejenige, die aktiv war, die mich zugedeckt hat, weil ich war auf einem anderen Planet. Ich habe dieses aktive Kuscheln,
nicht, ich habe sie nicht einmal unter der Decke irgendwie angefasst oder so, sonst hätte ich das 100% gedroppt, so. Weißt du, was ich meine? Ja. Das war nicht dieses Aktive von mir. Ich war so, die kennt mich auch, egal ob ich jetzt beim Fremden bin, nach dem Feiern gegessen, ich leg mich hier hin, ich schlafe, du kannst nicht mich mehr wecken. Ich bin dann, ciao, weißt du? So. Ja. Nee, was, ich werde auch noch mit ihr reden, ne? Ja. Deswegen hätte ich da gerne so die gemeinsame nochmal Konfrontation. Also für mich wäre... Ja, gut, das kann ich jetzt im Nachhinein natürlich verstehen. Für mich war es einfach nur so unnötig, dass ich mir so dachte, wir haben jetzt schon gesprochen. Oh, ja. Ne? Also sag mal so, jetzt wäre die Sandra ja, aber mit Nastasia, ich will einfach mit ihr nichts zu tun haben. Weil ja. Das Ding war ja auch durch bei Temptation irgendwo, ne? Nee, das, die hat einfach auch im Nachhinein auch wieder so viel Scheiße gelabert und wo ich mir denke, so, spar dir das einfach. Weißt du, okay, was ich meine? So, ja. Von wegen, ja, ich wusste nicht, dass er eine Beziehung ist. Ja, weil das Ding ist so, ich meine, ihr habt ja schon viel Zeit miteinander verbracht, auch in der Villa, ne? Mit Sandra jetzt, meinst du? Ja, mit Sandra. Ja, Fakt ist, das sind halt so eine Gruppe, nicht dann. Es war so eine Gruppe, Nastasia-Gruppe mit Tina, mit Dings, so ein bisschen, die mich schon gehasst haben, mehr oder weniger. Wegen der Fremdgeh-Sache. So. Okay. Und dann kam noch mal so eine Truppe, wo ich mir gedacht habe, ich will jetzt keinen Namen sagen, so, ach, Mo, Schatz, also, ich merke so, nerv mich nicht, ich habe keinen Bock auf die Kacke. Und es gab natürlich noch mal dieses Chica, Sandra, wo halt normal war, wo es halt harmoniert, wo wir uns halt gut verstanden haben, weißt du? Ja, das ist ja der Punkt, ne? Guck mal, das sah ja für uns alle sah es so aus, Digga, du bist auch gut auf die abgefahren. Ja, ne? Ja, sieht auch so aus, ja klar. Ne? Ihr habt euch da, ihr habt da dauerhaft mit und auch dieses zusammen, trotzdem habt ihr irgendwie ein bisschen gekuschelt und so, wo man dann, wo wir uns dann alle fragen, Vivi, so, das ist ja irgendwie, da ist ja trotzdem nicht alles richtig gelaufen bei Temptation. Auch wenn das die eine Sache jetzt mit der Fremdgeherei entschuldigt ist, aber das war ja auch nicht alles glatt und gerade und so verhält sich ja auch kein Vergebener eigentlich. Ja. Sie hat ja auch, das kannst du ja auch sagen, sie hat ja auch bei der Fragerunde so geantwortmäßig so. Ja, jetzt sag mir mal deine Antwort bitte. Ja, das stimmt natürlich und das war auch so, dass das auch nicht einfach an mir vorbeigezogen ist. Das hat mich natürlich auch mitgenommen, hat man ja auch gesehen. Aber wie ich eigentlich es auch schon immer da drin gesagt habe, ich möchte halt, ne, wenn ich was sehe, ich weiß halt auch, ich war ja selber bei Temptation, ich sehe ja, okay, diese Szenen, die wir da bekommen, sind vielleicht 2, 3, 4 Sekunden. So, aber ich möchte halt natürlich auch wissen, was ist vorher passiert und was ist nachher passiert. So, mir ist klar, dass halt Bilder gezeigt werden, ne, die mich halt triggern sollen. Natürlich ist es nicht schön. Viele Sachen waren auch komplett unnötig, das habe ich ihm auch gesagt. Schon allein diese Spiele da mal mit diesen in die Augen schauen und so, da dachte ich mir auch so, gut, ist auch ein bisschen, also, naja, lächerlich einfach, aber gut. Wenn es Spaß gemacht hat, dann viel Spaß. Ich habe immer verloren. Aber ja, ich meine so, es gab auch zum Beispiel Szenen, die konnte er mir im Nachhinein halt erklären, wie das halt zustande gekommen ist. Und dann fand ich sie halt auch irgendwo nicht mehr so schlimm. Und ich kann es halt auch verstehen, dass er da drin eine Bezugsperson gesucht hat, im Nachhinein so betrachtet, weil das für ihn mit dieser Sache mit Nastasia natürlich auch nicht einfach ist. Und das habe ich auch immer bei Temptation gesagt. Dreimal abbrechen. Ich habe auch immer... Wer wollte dreimal abbrechen? Ich. Echt? Ja. Warum? Weil ich am Ende war. Echt? Natürlich. Ja. Ich habe immer gesagt, sehe ich einmal, dass die Vivi weint, ich bin raus. Oh, deswegen habe ich nicht einmal ein Video gesehen, wie sie weint. Und deswegen war für mich so, okay, so, ist also, unrelevant mäßig. Weil ich habe mir gedacht, so, ich bin jetzt bei Temptation Island und nicht irgendwie bei FBI Island mäßig. So, weißt du, meine, so, was hat das meine Vergangenheit mit hier zu tun? So. Ja. So habe ich mir gedacht. Ja. So. Ja, aber gut, es werden ja immer mal wieder Themen der Beziehung, ne? Spielen ja immer irgendwie auch eine Rolle, damit wir alle verstehen, was geht da ab, wie sind die Paare drauf, wie stehen die zueinander und so, ne? Ja. Und deswegen ist es ja auch für uns alle so gerade heftig, ne? Mo hat schon Scheiße gebaut, richtige Scheiße gebaut. So nach dem Motto, jetzt wird auch noch der Jagdtrieb da nochmal geweckt bei ihm mit Sandra, so. Ja. So sieht das natürlich für mich aus. Natürlich, das ist für alle. Also, so sehen es auch der Punkt, dass ich es halt auch nicht verstanden habe, weil ich mir so dachte, am ersten oder zweiten Tag sitzt Nastasia vor ihm und haut es einfach raus, ne, dass die was hatten. Ja, provoziert, die Frage, das war auch dumm. Ja, ist ja egal, aber ich meine so mäßig, wie traust du dich überhaupt noch, dann solche anderen Bilder zu liefern? Ja. Das war so dieser Punkt, dass ich mir so dachte, Alter, checkt der das nicht? Also checkst du nicht, dass ich die Bilder von Nastasia gesehen habe? Bekomme. Weißt du, wie ich es meine? Ja, und deswegen dann, war mir auch zu viel und das habe ich ja, das war der Grund, wo ich gesagt habe, hier, ich will raus, so, weißt du, weil ich wusste zu 100%, egal, ob ich eine Sekunde da bleibe, ich würde Scheiße bauen, so, das wird trotzdem irgendwelche Bilder geben, die sie triggern. Ja, wenn du aber jetzt nicht, wenn es Temptation Island nicht gegeben hätte,
Hättest du ihr trotzdem erzählt, dass du was mit der Nachhinein jeder würde sagen, hätte ich ihr gesagt. So. Aber ich glaube, du hättest... Ehrlich, ne? Ich glaube nicht. Junge. Aber ich glaube nicht. Ja, aber ich würde jetzt sagen, ja, wenn er schon fast ein Jahr nicht erzählt hat, warum soll er es mir dann irgendwann erzählen? Natürlich, Schatz, hättest du das gesagt. Ja, genau. Genau. Mo, du warst ja auch ziemlich, traurig, hast geweint. Warum hast du genau geweint? Fakt ist, was du auch selber gesagt hast in deiner Reaction, das hat ja für die ein oder andere jetzt so gewirkt, als irgendwie wegen schlechtes Gewissen etc. Das war klar wegen schlechtes Gewissen. Und zweitens, weil ich schon da ein bisschen gespürt habe, okay, du verlierst da jetzt momentan jemand, ne, der, sag ich mal so, der eigentlich sehr, sehr, mehr wert als alles andere auf diesem Leben so mäßig an deine Seite. Und das war mir halt so, ne, langsam klar. Und deswegen immer mit der Zeit wurde ich halt klarer im Kopf und da habe ich mir gedacht, so, ey Junge, reicht dich mal zusammen. So, ne? Denk an deine Frau, so an deine Seite, so was du alles damals mit ihr gemacht hast und so. Und das war halt schon ordentlich, das Ganze nochmal zu sich zu nehmen und zu bearbeiten. Ne? Weil das Ganze habe ich ja davor nicht bearbeitet. Ich habe ja nicht mit ihr gesprochen, ich habe nicht mit Dings. Und da war schon klar, es ist jetzt raus, ob ich will oder nicht. So, ne? Und dann habe ich halt den ganzen Scheiß, was in mir war, habe ich halt, Ja, okay. Ja, das sah ja auch wieder so aus, ne, nach dem Motto, ey, jetzt will er sich wieder glatt biegen irgendwo, ne, jetzt will er schlechtes Gewissen zeigen, drückt er auf die Tränendrüse, damit Vivi wieder weich wird, so, ne? Ja, viele dachten ja auch, dass er weint, Viele denken ja auch, dass er geweint hat, weil er irgendwas bereut, was er bei Temptation gemacht hat. Also mäßig so, ne? Nee, das fand ich jetzt nicht. Ach so, da wo er da richtig geweint hat, das war ja eher so für sein Fremdgehen damals oder Fremdgehen. Genau. Das war meine Vergangenheit, ja. Ne, okay. Für die Vergangenheit, für das, was da mit Sandra dann abging, wurde er eigentlich gar nicht mehr so richtig ernst genommen. Mhm. Für viele da draußen wäre das ja auch schon ein Fall, wo jeder sagt, ey, das geht mir zu weit, das geht nicht so. Mhm. Stell dir vor, Bro, weißt du, ich meine, hätte dasselbe gemacht mit deinem natürlich, Typen. Natürlich. Sag mal, das wäre schon zu viel. Du wärst, ciao, Kakao, Alter. Sag. Das wäre schon zu viel. Ne? So, du weißt selber. Ja. Und, ich weiß nicht, wie ihr beide damit umgegangen seid, noch im Endeffekt mit dieser Sandra-Anwandlung, die ja rein theoretisch, ne, völlig zweitrangig war. Eine Ausnahmesituation, ne? Ne? Ja. Das ist Fakt. Ja. Wir waren da, Temptation Island, geh auf deine Grenze, habe ich gesagt. Okay. So, aber trotzdem ist nicht schön zu sehen. Okay. Ja, ich bin gespannt, was Sandra nachher noch sagen wird. Deswegen, ich hätte gerne jetzt alle drei mit dabei gehabt. Ne? Das wäre halt cool gewesen, so weil das so wenig war auch im Wiedersehen auch irgendwo. Ja. Ne? Weil sie sagte ja auch, ey, es kam von dir immer. Ne? Die Annäherung kam von dir, Hat man jetzt bis jetzt Folge 10 nicht gesehen, dass es irgendwas von mir gekommen ist. Klar. Sie, weil du meinst, ja, komm her und so. Ne? Ich mein, ja, aber das ist auch zum Beispiel, ne? da kannst du ja auch erklären, wie die Situation passiert ist. Also meinst du jetzt dieses, wo er meinte, ja, leg du dich doch dahin? Ne, komm doch her, so mäßig. Ach so, ja. Ja, aber es gibt ja auch zum Beispiel viele Szenen, bei dem Schlafen zum Beispiel. Aber dir ist schon bewusst, dass das auch scheiße war, ne? Ja, mit Sandra, ne? Ja. Das ist auch nicht gut zu sehen. Mir ist das schon bewusst, aber jetzt im Nachhinein, wenn halt viele Situationen einfach nochmal aufgeklärt werden, so, dann ist es halt für mich einfach auch nochmal was anderes. Fakt ist, und wo ich immer auf der Couch eingeschlafen bin, ne? Ob sie jetzt da war oder peng, so habe ich mir gedacht, so, dann leg dich doch hin, so, was willst du von mir? So, weißt du, ich meine, so, wir haben nicht einmal so mit ihr gemacht. Die hat mich umarmt, ja? Die war so eine gute Tante, Mama, keine Ahnung. Die hat Tante immer so die hat auf mich aufgepasst, glaube ich. Ja, aufgepasst, aber das waren Sekunden. So. Mhm. Und Fakt ist, sie hat ja immer morgens gesagt, so, ich bin immer aufgestanden, weil ich wollte nicht für Bilder sorgen. Weil ich passe auf dich auf hier, so etc. Und dann im Nachhinein das zu sagen, okay, ich habe eine emotionale Bindung aufgebaut, bla bla bla. So, ich habe nicht mal gefragt, bin ich dein Typ? So, dieses, kennst du das, dieses, du willst ja fragen. Du wusstest, dass du ihr Typ bist, ne? Woher soll ich das wissen? Digga, das merkt man doch. Aber warum?
Sie hat direkt, aber sie hat gesagt, sie hat am Anfang gesagt, dass so Tamo eher so mäßig, so, dass sie halt am schönsten findet. Ja klar, das ist erstmal, aber du weißt, wenn dann man in diesen Kontakt kommt, ne, man ist da jeden Tag miteinander. Für mich war es so, ob du mich magst oder... Okay, komm, Real Talk Frage. Ja. Wenn du Single wärst, würdest du, hättest du mit Sandra, hättest du gepimpert? Auf gar keinen Fall, weil, ne, die ist mir dies zu viel, so dieses, dieses... Möchte gern so sein irgendwie, weißt du, was ich meine? Aber trotzdem, sie war cool, ne? Ich will jetzt irgendwie nicht schlecht über sie reden, ne? Aber auf gar keinen Fall. Auch jetzt optisch ein bisschen, es gibt halt ein paar Sachen, die mich stören. Sie weiß auch selber, ich will auch nicht reden. Also das hätte niemals gepasst. Ich glaube, es war für dich eher einfach so eine Bro-Schiene. Aber natürlich bei Temptation verleitet das halt natürlich, dass man irgendwo auch so ein bisschen in diese Flirt-Richtung geht. Aber das ist ja auch automatisch schon so. Ne? Ich meine, also wenn du ich da irgendwelche... das nicht, aber ich glaube, der fand sich schon trotzdem ein bisschen geil. So sag ich, wie es ist. So. Ich bin ja nicht singen. Mich stören ein paar Sachen. Die war jetzt nicht ganz mein Typ. Junge! Nein, wirklich nicht. Also, du weißt es so selber, ich hab dir das so gesagt. Ich setz euch hier nicht mehr zusammen. Das sage ich euch. Ne, ich meine, ich könnte das jetzt auch spielen und so, ne? Ich könnte auch sagen, alles klar, ne? Ich weiß, aber. Nein, alles cool. Ne, sie ist ja auch eine hübsche Frau. Passt also so. Nein, ich sag auch so. Und das ist ja das, was die ganze Welt sagen möchte, ne? Auch wenn du, glaube ich, ein cooler Typ bist, so, passt trotzdem auf mit dem Penner. Ja, hab ich doch gesagt. Ist so, ne? Pass auf mit dem. Natürlich. So. Und auch wenn er ein netter, guter Junge ist, weiß ich, ne? Aber der hat auch diesen, ne? Der weiß, wer er ist und der ist auch gerne mit Frauen unterwegs. Deswegen pass gefälligst da auf in Zukunft. Zeiten sind so, ne? Und lass dir nicht immer alles erzählen und hinterfrag da auch so ein bisschen, ne? Und lass dir da nicht immer alles auch, glaub nicht immer alles, ne? Also reiß ihm auch mal den Arsch auf, Alter. Guck da in das. Ich meine, was hast du durchgemacht, Alter? Der muss dir alles zeigen, sein Handy, alles. Weißt du, wie ich meine? Der weiß es aber schon Bescheid. Also. Sehr gut. Okay. Meine letzte Frage ist an euch, was habt ihr aus der Teilnahme von Temptation Island gelernt? Fakt ist, dass es nichts bringt zu lügen. Ja, das natürlich. Die Wahrheit kommt immer ans Licht. Und die Partnerin einfach wertschätzen, sag ich dir ehrlich, weil das hat keine Frau der Welt, sage ich mal, verdient, was wir Männer so die Frauen antun. Aber für mich ist das halt Fakt, ne? Ich schätze es wert, dass sie an meiner Seite ist und das wird auch so immer so bleiben. Ja, das ist auch das Ding, da habe ich ja aber auch immer drüber gesprochen. Wir Jungs müssen auch manchmal gucken, ne? Weil die Mädels dann so krass hinter uns stehen, dass sie uns alles verzeihen. Ne? Deswegen haben wir da auch eine gewisse Verantwortung. Ja. Das ist Fakt, Digga, so. Ne? Ja. Und das muss ich auch lernen, Alter. Deswegen kenne ich deine Sicht genau. Ja. Ich weiß genau, wie das ist. Ja. Ne? Und würde noch ganz gerne ein Spiel mit euch spielen. Ein Spiel? Ein Spiel. Und zwar habe ich hier Fragen und würde dich bitten, das Ding in die Hand zu nehmen. Ja. Grün heißt... Green Flag, Red Flag. Nee, das ist so... nein, wir spielen verzeihen oder nicht verzeihen. Okay. Okay, das heißt, grün heißt verzeihen, rot heißt nicht verzeihen. Okay, das haben wir dann schwarz auf weiß und wenn der... Scheiße baut, dann... Na, was du nicht verzeihen... Ich hab hier Dinger. Was du nicht verzeihen würdest... Rot. Ja. Okay, fangen wir an. Ich hab das mit keinem anderen hier gemacht. Ihr seid die Ersten. Ich zeig nur rot. Junge. Okay, stellen wir uns vor. Mo hat versehentlich bei der Abrechnung seiner Gage Steuern hinterzogen und muss für 7 Monate in den Bau. Verzeihen oder nicht verzeihen? Ja, der Arme. Tut mir doch leid. Hätte ich jetzt aber auch verziehen. Ja. Du musst niesen und Mo hat nicht Gesundheit gesagt. Verzeihen oder nicht? Also das wären unsere kleinsten Probleme. Ist euer Ernst, Alter? Was sind das hier für Fragen? Oh. Jetzt kommst du. Mo kann sich plötzlich doch an den Kuss damals im Club erinnern. Verzeihen oder nicht? Eine Frage eigentlich. Oh. Ich sag mal, kann ich so machen? Oh, nö. So ein Mischmasch-Ding. Okay, ich sag jetzt mal, nee, stopp. Stopp. Ich sage nicht verzeihen, weil... Ich hatte genug Zeit. Genau, ich habe ihm nämlich gesagt, nach Temptation, ich habe gesagt, du hast jetzt die Möglichkeit,
mir alles zu sagen, was passiert ist. So, ob er ja mit anderen Frauen geflirtet hat, ob er da eine andere geknutscht hat. Er hatte die Möglichkeit. Und er, kam da doch was anderes bei rum? Ja. Ja? Aber das lassen wir erstmal so komm, stehen. Komm bitte, Habibi, komm raus. Das lassen wir erstmal stehen. Aber die Zeit aber war nochmal? Nein. Also, nein. Okay, küsst aber nochmal? Nein. So. So ein Halbari-Ding. So also, Halbari. Ja, schon. Und das hast du auch einfach, okay, war das auch wieder Off-Zeit oder war das? Das war doch in der Zeit, ja. Also auch in der Zeit mit Dingens? Das war diese 4-5 Monate. Ah, okay. Ja, auf jeden Fall hatte er dann halt die Möglichkeit gehabt und wenn das dann immer noch nicht, also sagt, dann hat er einfach verkackt. So. Frage ist Whipness. Ist weird. Mo sollte Cola Zero mitbringen, hat aber nur Light gekauft. Verzeihen oder nicht? Also, das ein Trennungsgrund wäre. Ja, ich muss ja aufpassen wegen deinem Zucker, deswegen. Mo ist in der engeren Auswahl für Are You The One? Komm, Schatz, gönn mir. Mäßig, er macht da mit oder was? Ja, wenn er sich einfach heimlich hinterrücks beworben hätte. Ach komm, mach doch mal. Ich schwöre, nein. Du gönnst nicht. Nein, ey, zeig das grün. Nein, das ist schlimm. Hallo? Ich auch da. Nein, natürlich, zeig rot, auf jeden Fall. Ja. Nicht verzeiht. Ja, danke. Ich kann nicht mehr. Danke, dass du gönnst. Heiß geworden. Ich schwöre, ich setze mich immer mit euch hier zusammen. Beim Sex mit dir, also nicht mit anderen, versehentlich den Namen Nastasia. Verzeihen oder nicht verzeihen? Ich schwöre, ich würde so bei dir machen. Junge, Frage. Das ist schon bodenlos. Ja. Mo schreibt weiterhin regelmäßig mit Sandra. Verzeihen oder nicht verzeihen? Regelmäßig. Also, ja, du nee, weißt nicht. Auch rot. Weil also, was heißt denn, was bedeutet denn nicht verzeihen bei dir? Einfach so weitermachen wie vorher und aber nicht verzeihen, aber. Nee, das würde schon Konsequenzen haben. Welche? Also, entweder. Ja, doch, schon Schluss machen. Ja? Ja. Wenn er mit Sandra weitergeschrieben hätte? Ja, wenn er jetzt. Weiter kennengelernt jetzt, oder was? Ja, wenn du jetzt weitermäßig ja mit ihr geschrieben hättest. Weil ich so, hab ja Clip auch oder da auch, gesagt, auch freundschaftlich. Gibt's auch, habe ich auch gesagt. Ich habe gesagt, gibt's dieses Ding bei mir nicht. Habt ihr viele männliche Freunde, weibliche Freunde? Gar nicht. Das ist ja das Ding. Ich habe auch. Also ich habe nur halt die Partnerin von meinen Freunden. So. Hm? Ja, ja. Also wir sind halt Truppen ne so. Aber jetzt ja keine einzelnen. Guck mal, was wir noch hier haben. Mo hatte Sex mit einer anderen Frau, aber ohne Küssen. Verzeihen oder nicht? Hä? Er war doch ohne Küssen. Ja. Ja, und? Das ist trotzdem eingelaufen. Aber mit Küssen ist doch nicht so Dings. Ja. Ist nicht so Spaß. Wo bin ich da gelandet? Ich will nur testen, wie manipuliert du da bist, weißt du? Ach ja, kann man doch verzeihen. Aber gut, dass du rot zeigst. Ich hab so gelernt. Das ist Therapiespiel gerade mit dir hier. Ist so heiß geworden. Gehen wir davon aus, Mo hat beim Geschlechtsakt mit einer anderen Frau begonnen, es sich doch anders zu überlegen wegen dir und ist dann gerade dabei und nee, sagt dann, nee, ich kann das nicht. Rot. Ja, auch wenn er dann. Ja, es ist ja schon zu spät. 100%. Außerdem, also der Weg dahin schon allein ist ja schon fremdgehen. Ja, natürlich. Also. Richtig. Richtig! Bravo, Habibi hat gelernt. Du brauchst diesen Witz nicht bringen, Alter. Ich weiß gar nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Ey, ich schwör's dir, Alter. Die Staffel fühle ich mich wie so amerikanische Talkshow hier, Alter. Weißt du, ey, scheiß drauf. Mo leiht sich dein Auto aus und fährt einen heftigen Kratzer in die Beifahrertür rein. Verzeihen oder nicht? Ja, ich habe kein Auto, aber wäre nicht schlimm. Das ist auch kein Führerschein. Aber ich bin dein Fahrer. Ja, schön. Mach das gerne. Du warst beim Friseur und Mo ist es auch am dritten Tag immer noch nicht aufgefallen. Ja, komm. Männer sind halt manchmal blind. Blind, ja. Achten halt auf andere Sachen. Mo geht mit seinen Kumpels feiern, erzählt dir aber, er ist wegen Bauchschmerzen zu Hause geblieben. Verzeihen oder nicht? Also. Dann sagt zu dir, ey, ich bin zu Hause geschlafen, ich hab Bauchschmerzen, geht da mal mit Kumpels feiern. Also, weiß ich nicht, ist uncool. Ich würde deswegen, glaube ich, jetzt nicht direkt Schluss machen. So, aber es wäre schon. Ich würde mich einfach fragen, warum lügst du? Also sag mir noch einmal die Wahrheit. Keine Ahnung, ich mach die Mitte.
Aber schon eher Richtung Rot. Also schon eher Richtung Rot. Das passt ja aber trotzdem, ich höre, wir wohnen ja zusammen, von daher. Die Frage hatte ich schon. Schon eher Richtung Rot auf jeden Fall, aber das ist ein Trennungsgrund. Solange du es dann nicht nochmal machst. Stellen wir uns vor, Mo hat seinen Junggesellenabschied demnächst bald. Intensiven Körperkontakt mit einer Stripperin und erzählt dir nicht, dass die Stripperin Nastasia war. Verzeihen oder nicht? Nee. Das würde ich nicht machen. Also würdest statt, dass du denn jetzt wenn die Leute Millionen Euro geben müssen. Ich meine, ja, okay, du hast jetzt ja auch den Antrag gemacht, ne? Und ihr wollt heiraten. Wann wollt ihr heiraten? Keine Ahnung. Ist noch nichts in Planung, aber so 3 Jahren oder so. Keine Ahnung. Lass uns ja noch Zeit. Spätestens. So maximal 2, 3 Jahre. Vor oder nach dem Sommer aus? Was für ein Sommer? Abwarten. Ja, obwohl, ich glaube, mittlerweile, ihr harmoniert ja echt gut so, ne? Ich glaube, das ist ja echt, das funktioniert ja bei euch so auch noch. Ja. Ein direktes Bewerbungsgespräch. Ja, ist ja Wahnsinn, hey. Ansonsten ist ja echt krass, ne? Ich fand's cool, dass ihr hier wart, so, ne? Ja. Man muss immer hinter die Fassade schauen, es ist immer was anderes, wenn man den Leuten in die Augen guckt, ne? Und, gibt mir eigentlich echt ein gutes Gefühl, Alter. So, damit hätte ich jetzt im Leben nicht gerecht. Ich hab gedacht, was kommt hier? Stabil, ja. Habt ihr stabil gemacht. Habt ihr noch irgendwelche letzten Worte, die ihr irgendwie sagen wollt? Das Wort gehört euch. Ja, also ich hoffe, die Leute checken das mehr oder weniger, ne? Unsere Situation, klar, für die Zuschauer war es halt nicht einfach, ne? Und alleine das, wenn die jetzt auch sehen, so wie wir harmonieren, ich glaube, die Leute werden trotzdem dieses Fragezeichen haben. Ja. Ne? Ja. Aber ja, es ist auch irgendwo klar, ne? Es ist ja irgendwo klar, ne? Das verstehe ich auch, da verstehe ich auch die Leute so, ne? Ja. Weil ich hatte ja auch, also für mich war das ja auch, Digga, wie hast du einen Dachschaden oder was, dachte ich so die ganze Zeit so, ne? Hab ich dir geschrieben, geile Tipps. So, ne? Ich meine, aber im Endeffekt, ihr seid glücklich, ne? Ich und ganz ehrlich, man macht Fehler, man lernt daraus, solange, ne? Und es ist euer Ding. Ja, fertig. Das habe ich auch gesagt. So, ne? Es ist euer Ding. Ich danke euch, dass ihr hier wart. Chuck. Danke. Chuck. Danke. Und würde sagen, das war's mal wieder von Let's Talk About Temptation Baby. Das große Special mit Vivi, mit Mo. Ich danke euch, dass ihr hier wart. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Schreibt in die Kommentare, was ihr denkt. Ich hab euch lieb, bin raus. Bis das nächste Special. Wir haben noch welche, glaube ich. Oder auch nicht. Alles klar, haut da rein.